Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica und dem Beagle. Ich glaube, das war die Tour und... Oh, Ende der Geschichte. Nee, warte mal. Ich glaube, ich werde mir die Rüstung anfertigen lassen, die ich da gefunden habe. Wo muss ich hin? Ich laufe genau von da weg, wo ich hin muss. Hier. Ich möchte ja zum Strand. Und wieder zurück nach Venedig. Und dann muss ich gucken, dass ich einmal die Mondklinge aufwerten lasse. Aber auch, das war gut. Also spawnen die doch wieder zurück, oder wie? Oder war der jetzt nur zufällig da? Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Hallo. Oh. Ich habe dich schon erwartet. Kannst du mich nach Venedig zurückbringen? Ich kann, und das werde ich. Gehen wir an Bord des legendären Dunkelschiffes. Das legendäre Dunkelschiff. Sollte ich mich jetzt ausblenden, oder? Diesmal hast du meine Hand nicht gebraucht. Ich war schon traurig, ein weiteres Gespräch mit dir zu verpassen. Du bist weit gekommen. Und doch konntest du nicht verhindern, dass Viktor das Buch erhalten wird. Er hat es nicht erhalten. Das Buch ist zerstört worden. Ich habe es selbst verbrannt. Der Geist dieses Artefakts kann von keinem Feuer dieser Welt vernichtet werden. Du hast nur die materielle Hülle des Buches ausgelöscht. Doch das schwarze Grimoire hat eine Seele. Und diese Seele lebt in der Welt der Schatten. Nun muss Viktor also nur noch in die Schattenwelt greifen. Und die Worte einfangen, die zwischen den Welten umhertreiben. Wenn es ihm gelingt, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen und das letzte Ritual durchzuführen, dann wird sein gewaltiger Hunger auf die Seelen dieser Welt alle verschlingen. Ich werde schneller als er sein. Du hast dich bislang als stark und weise erwiesen. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich werde tun, was nötig ist, um meiner Seele Frieden zu geben. Wie auch immer sich die Dinge nun entwickeln, dies wird unser letztes Gespräch bleiben. Zumindest in dieser Welt. Ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass mir unsere Gespräche nicht gefallen hätten. Du darfst ruhig eingestehen, dass du doch etwas für mich fühlst. Wenn es so wäre, würde es dich trösten. Das würde es, Vater. Du hast dir meinen Respekt verdient. Mehr kann ich dir nicht bieten. Das ist mehr, als ich von dir erwartet hätte. Betrete nun die Höhle des Löwen und besiege den untoten Fürsten. Du bist jetzt stark genug. Bei allem gebotenen Respekt, mein lieber Viktor. Aber in meinem Palast wird es langsam etwas einsam. Und wir haben nie herausgefunden, wer sie wirklich ist. Das ist nicht mehr wichtig. Das schwarze Grimoire. Es wurde verbrannt. Dann können wir unseren Plänen der ewigen Macht wohl Adieu sagen. Stimmt das nicht?
mein untoter Freund? Ihr versteht gar nichts. All diese Zeit habe ich versucht, dieses Buch aufzutreiben. Aber nie wusste ich, wo ich suchen sollte. Ach, die Suche hat ein Ende, mein Freund. Denn es ist auf ewig verloren. Narr! Das schwarze Grimoire kann nicht vernichtet werden. Es ist nicht von dieser Welt. Daher kann es in dieser Welt auch nicht sterben. Es ist verbrannt worden, wodurch sein Geist mir nun wie ein Leuchtturm den Weg weist. In die Schattenwelt. Und nun, wo ich weiß, wo ich nach dem Buch suchen muss, wird es bald mir gehören. Ihr wollt euch das Buch aus der Schattenwelt greifen? Das stimmt nicht ganz. Es muss aus der Schattenwelt herausgelesen werden. Ein sehr schmerzhafter Vorgang und langwierig. Aber es kann gelingen. Wo wir gerade davon sprechen, sagt mein Doge, ihr habt doch eine gute Erziehung genossen und seid sicher der Kunst des Lesens mächtig. Natürlich kann ich lesen! Warum fragt ihr? Großartig, ganz großartig. Dann seid ihr für mich nicht völlig nutzlos. Was für eine Erleichterung. Und was meintet ihr mit schmerzhaft? Okay. Oh, unser Ladebalken ist weg und ersetzt durch verpixeltes irgendwas. Naja. Wo bin ich hier? Sehe ich bei euch ein bisschen mehr. Also ich liege hier auf irgendwas. Es muss hier doch auch einen Ausgang geben. Aha. Ah, das sieht gut aus. Das sieht nach einem Ausgang aus. Möchtest du nach Afrika reisen? Ach, ich darf noch wieder zurück? Nö, möchte ich Nein. nicht. Aber wo muss ich jetzt hin? Das ist die essentielle Frage. Die Tante. Ich weiß ja nicht. Hey, Ada! Was ist denn da drüben los? Auf! Seht mal nach! Oh, ich habe ein fahles Herz bekommen. Sehr cool. Was ist los mit dir? Ein bisschen lebensmüde scheint sie schon zu sein. Ah. Nee. Okay, ich weiß, wie ich das mache am besten. Geh mal weg. Bleibt der jetzt tot? Ui, jetzt hat es mich wieder eins meiner coolen Dings gekostet. Habe ich jetzt zwei fahle Herzen? Nee, warte mal. Ich kann den looten. Aber wo? Karte? Ich wollte gerade sagen, wo muss ich exakt hin? Das ist eine sehr interessante Frage. Hier zwar nicht, aber da gibt es Dukaten für mich.
Möchtest du etwas kaufen an diesem wunderschönen Tag? Ich möchte deine Waren. Der hat nichts. Ich glaube, ich gehe falsch. Ja, das tue ich in der Tat. Aber wie komme ich denn hier weg? Achso, ich wollte ja gucken, ob ich die eventuell looten kann. Kann ich aber gar nicht. Also habe ich jetzt zwei fahle Herzen von 8, ja. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja, lass mal kurz gucken, wo ich hin kann. Wie, jetzt kann ich zur Südbucht? Ach nein, das ist falsch. Leute, ja, vergesst es. Ja, alles gut. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja, Moment, ich weiß, wo ich hin möchte. Östliche Villa? Nein, bitte gib mir. In der westlichen Villa. In der Südbucht. Innere Katakomben. Wie kann ich dir helfen? Reisen. Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja. Ich gehe mal zur östlichen Villa, weil ich meine, da kriege ich ja auch nochmal so ein fahles Herz. Wenn das die Dinger sind, die ich bekommen muss, und ich muss die ja eh theoretisch sammeln. Weil... Das hier ist das, ne? Ja. Zieh doch dein Schwert, du dämliche Puh. Alles Herz, 3 von 8. Kriege ich denn jetzt noch solche Löwen her? Das ist interessant. Ja, komm. Wie kann ich dir helfen? Durch die Wand durch. Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja, lass mich nachdenken. Nicht äußerer Bezirk, aber innerer Bezirk. Ist das im inneren Bezirkzentrum? Ich gehe mal dahin. Ach, die Orientierung, die liebe Orientierung. Wenn ich doch eh jetzt dahin muss zu der Trolla. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo war denn der Gärtner? Oh, war der Gärtner. Hier ist meine Gilde. Gut. Wenn ich hier rübergehe, müsste der Schmied kommen. Bei dem kann ich bestimmt die Rüstung fertig machen. Mal gucken, wie viel die kostet. Die schützt mich aber halt nicht vor allem. Das ist das Problem. Das nenne ich mal eine Schmiede. Ich bin... Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher.
Jagdrüstung. 5000 wollen die dafür haben. Ich komme später wieder. Auf Wiedersehen. Das wäre doch die hier gewesen, ne? Die Jagdrüstung, ne? Ja. Was hab ich denn da? Ach, Dreifahr. Ich habe erst 3. Ich dachte, ich hätte 4 haben müssen. Habe ich bei dem am Hafen etwa nicht... Ach, Kacke. Habe ich etwa nicht den Dings aufgehoben bei dem am Hafen? Nun... Sollten Örtchen zum Schlafen finden, fällt mir gerade auf. Aber wo war das denn mit dem Garten, Leute? Das war sicherlich nicht hier. Ich gehe trotzdem hier lang, weil ich glaube, in der Taverne kann ich unterkommen für die Nacht. Geschäft. Alles, was man fürs Reisen braucht. Und wo ist die Taverne? Oben nicht das nächste Geschäft? Was? Wow, 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 Marodeur. Ich gehe meine Gilde zurück und schlafe da mal eine Runde. Das ist mir zu anstrengend. Solltest du nehmen, Mädchen. Ist das hier richtig? Ach, scheiße, Mann. Ich glaube, hier bin ich richtig. Na... eigentlich überall her. Also wogegen ich am Ende kämpfe, ist glaube ich ziemlich relativ. Das ruckelt schön. Nach da oben. Nein, nach da oben, Scarlett. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch hier nicht. Aber hier ist ein Bett.
Ich habe halt keine Ahnung, wo ich diese Steinlöwen finden könnte. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich den, Also es müsste irgendwo in diese Richtung sein, oder? Oder auch nicht. Nee, der Brunnen ist nicht. Aber könnte es was beim Brunnen sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee. Nee. Alles so weird, Leute. Einfach nur weird. Dass diese Tauben sich keinen Millimeter bewegen. Okay. Ich meine, irgendwo hier müsste es aber sein. Ich kann doch nicht so falsch liegen. Na, offensichtlich schon. Gar nicht so einfach hier. Ne, da bin ich ja wieder bei der letzten Maske. Das bringt mir. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre euch, dass man sich keinen gescheiten Punkt hier setzen kann, damit man den Weg findet, ne? Für Orientierungsbiegel wie mich ist das einfach nichts. Das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Einfach, dass man sich überhaupt nicht anständig zurechtfinden kann. Da wäre so viel mehr gegangen. Auch 2009, Leute. Ich glaube, irgendwo hier könnte der gewesen sein, der Stand, der Laden, den ich suche. Doch, ich glaube, hier bin ich einigermaßen richtig. Ja, hier. Mal sehen, welche Farbe die Klinge dann hat. Willkommen in meinem Geschäft des Okkulten. Ich habe einen weiteren magischen Ring gefunden. Soll ich deine Waffe durch den Ring verbessern? Das kostet 500 Dukaten. Ja, tu es. Gut. Gib mir nun die Waffe und den Ring. Hier, bitte. Danke. Es wird nicht lange dauern. Hier ist deine neue Waffe. Gefährlicher denn je. Danke. Willkommen in meinem Geschäft des Okkulten. Naja. Ich möchte gern das Angebot sehen. Ich biete eine... Willkommen in meinem Geschäft des Okkulten. Ich habe einige fahle Herzen gesammelt. Wie viele fahle Herzen hast du für mich? Ich habe 3 fahle Herzen für dich. Wunderbar. Ich brauche 5 weitere. Ja, ich weiß nur nicht, bis woher. Später. Also ist unsere Klinge jetzt blau, habe ich das richtig verstanden? Ja, die ist jetzt blau. Wenn ich zu meiner Tante muss, gehe ich davon aus, dass ich zurück in mein altes Dorf muss. Na gut. Nee. Nee. Wenn ich da zur Kathedrale laufe, müsste ich theoretisch... Das ist rein theoretisch. Zum Gondoliero-Typen kommen. Ja, da unten. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte zur... Ich möchte Bucht. Reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja, leider nur zur Südbucht. Den Rest muss ich mal wieder laufen.
Ich gehe zumindest davon aus, dass ich das tun muss. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das korrekt ist. Wir werden es sehen. Ich meine, ich habe so viel Zeit mit dem Verlaufen hier verbracht, dass das bisschen Verlaufen jetzt auch nicht viel ausmacht. Und ich gestehe, die Verlockung, jetzt wirklich so nah am Ende des Spiels zu sein, ist echt groß. Ich meine, wenn uns der Tod höchst selbst gesagt hat, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Überall Kühe hier. Aber nicht gut gepflegt. Die Hörner sind viel zu lang. San Pasqual. Ich frage mich, warum manche Sachen einfach immer gleich aussehen. Nee. Jetzt stehe ich einmal richtig rum und will gleich wieder zurückrennen. Sie sind überall. Wer? Wer? Die Kreaturen mit den schwarzen Mützen. Sie sind unterwegs zu der Mine. Sie haben uns über einen Mondstein ausgefragt. Oh, sie werden uns alle töten. Okay. Na, ich bin gespannt. Ich richte mal dieses Messer hier. Dann bin ich ja genau richtig unterwegs anscheinend. Rieche ich da gerade ein bisschen Spielzeitstreckung? Finde ich witzig, weil... Totenbeschwörer. Au. Warum sind die denn so stark? Habe ich das letzte Mal gespeichert? Warum? Warum? Was? Jetzt eingesammelt oder nicht? Ich muss mir was anderes überlegen. Vielleicht hilft ja das hier besser. Ja, daneben. Nö, das funktioniert genauso schlecht. Oh mein Gott, das funktioniert ja noch schlechter. Oh, Scarlett, jetzt weich doch mal aus. Wie wär's, wenn du aus... Scarlett, ich habe eine richtig geile Idee für dich. Wenn ich rolle, dann rolle doch bitte auch. Ich komme mit nichts davon wirklich zurecht, ey. Ah!
Oh Mann. Nein, 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 nein. Leute, wow, einfach nur wow. Noch 26 Totenbeschwörer, ist das euer Ernst? Machen. Noch 25 Totenbeschwörer. Ja, das kann sein, aber ich mache jetzt hier erstmal ein. Ich speichere jetzt erstmal, dann machen wir die beiden noch und dann mache ich einen Cut da rein. Ja. Wie gesagt, das fühlt sich für mich echt wie Spielzeitstreckung gerade an. Was soll's. Jetzt hänge ich schon wieder an irgendwas. Ich hänge schon wieder an irgendwas. Ich hänge schon wieder an irgendwas. Scarlett, bitte. Tu mir das nicht an. Ja, ja. Ich hänge schon wieder an irgendwas und weiß einfach nicht an was. Noch 24. Na komm. Okay. Okay, okay. Erledigt. Gut, dann kommt hier jetzt ein Cut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.